Es gibt noch einen Bundessieger zu verkünden. Herr Professor Mlinek wird das gleich tun. Und ich möchte aber, bevor Sie den Umschlag öffnen und jetzt den letzten Bundessieger verkünden, einmal sagen, ich meine, wir haben es heute schon mehrfach gesagt, aber ich kann mir vorstellen, dass natürlich bei dem einen oder anderen, bei der einen oder anderen vielleicht ein bisschen die Enttäuschung da ist. Ah, wir haben es leider dieses Jahr nicht geschafft. Aber hey, Sie sind alle zusammen 16 Landessieger von über 650, kann man nicht oft genug betonen, Wettbewerbsteilnehmern gewesen. Und selbst wenn es jetzt nicht haarscharf für den Bundessieg gereicht hat, so glaube ich, können Sie dennoch alle extrem stolz auf das sein, was Sie geleistet haben. Das wollte ich nur noch mal vorab sagen. Und jetzt bitte, Herr Professor Mlinek, wer wird der letzte Bundessieger in diesem Jahr? Ja, schauen wir mal. So. Ah. Das freut natürlich mein Physikerherz. Der Bundespreis geht an den Kindergarten Villa Kunterbunt. Für die Forscherreise vom Licht der Sonne zum Sonnensystem. Ein tolles Projekt. Licht, Schatten, Bewegung, Planeten, die Erde, der Mond und das alles in Verbindung mit Licht. Also herzlichen Glückwunsch. Super. Ja. Herzlichen Glückwunsch nach Wackersdorf. Und was Sie in Ihrem Projekt erlebt haben und wie das aussah, auch das schauen wir uns natürlich an. Der Bundespreis des Forschergeistwettbewerbs geht an den Gemeindekindergarten Villa Kunterbunt aus Wackersdorf in Bayern mit seinem Projekt Auf Forscherreise – vom Licht der Sonne zum Sonnensystem. Inspiriert durch die Gruppennamen der Kita wie Sternenhimmel oder Mondscheingruppe, beschlossen die pädagogischen Fachkräfte der Kita Villa Kunterbunt, das Projekt Weltall für alle Kinder der Einrichtung zu starten. Es entwickelten sich Fragen zu Sonne, Licht und Schatten oder den unterschiedlichen Erscheinungsbildern des Mondes. In freien Experimenten und Versuchen gingen die Mädchen und Jungen ihren Fragen auf den Grund. Sie erforschten mittels Taschenlampenlicht, wie sich der Schatten verändert, lenkten das Licht mit CD-Rohlingen und leere Papierrollen dienten als Teleskope. Neben einem Schattentheater bauten die Kinder auch ein Mini-Sonnensystem mit der Sonne als größtem Ball und entdeckten mithilfe eines kleinen, selbstgestalteten Anschauungsmodells, auf welcher Erdhalbkugel Tag und auf welcher Nacht ist. Abschließend präsentierten die Mädchen und Jungen ihren Eltern an zwei offenen Forschertagen ihre Forscherarbeit. Die Forschergeist-Jury meint, von Licht und Schatten über die Sonne bis ins All. Das Forscherprojekt hat Kinder und Erwachsene weit über die eigene Umgebung hinausgeführt. Eine besondere Stärke des Projekts ist die Einbettung vertiefender Forscheraktivitäten in ein übergreifendes Projekt der Kita und die Verzahnung mit anderen Bildungsbereichen. Herzlichen Glückwunsch an den Gemeindekindergarten Villa Kunterbunt zum Bundessieg 2020. Und dieser Glückwunsch natürlich auch von uns hier in Berlin und Bonn und wo wir alle sind. Genau, großer Applaus nach Wackersdorf. Gibt es in diesem Projekt, ich meine, das ist ja ein sehr spezielles Projekt, gerade für Kindergartenkinder, gab es so Fragen, wo Sie gedacht haben, so, boah, das ist sehr, sehr erstaunlich, dass die Kinder das schon interessiert? Ja, also hauptsächlich, warum boxen die Planeten nicht zusammen? Das war so eine Frage, die habe ich momentan auch nicht zu erklären gewusst. Mhm. Da haben wir halt ein Experiment draus gemacht. Ja, und an sich mal sagen, also die Planeten oder auch wie die Mondphasen so entstehen, das war eine große Frage. Und das haben wir in einem Anschauungsmodell den Kindern nahegebracht und das war toll. Und die haben es ja dann den Eltern gezeigt und ich darf mir wünschen. Und das ist eigentlich so das, was ich in unserer Arbeit schätze, wenn die Kinder das in die Herzen und in die Köpfe behalten und vielleicht später immer wieder, wenn sie einen Mond sehen, wissen, ach, genau so war das damals im Kindergarten oder auch Sternenbild sehen vom großen Wagen. Also das,
das immer in den Herzen und Köpfen der Kinder bleibt, was wir eigentlich mit unserer Arbeit bewirken sollen. Toll. Wissen Sie denn schon, was Sie mit dem Preisgeld machen werden? Haben Sie schon Überlegungen angestellt, was wäre, wenn? Ja, also auf alle Fälle möchten wir unsere Forscherwelt noch besser ausstatten, weil das gehört bei uns zum Alltag. Also das ist ein Funktionsraum bei uns, der in normalen Zeiten außerhalb Corona täglich genutzt wird. Und da möchte man gerne noch weitere Materialien reinmachen oder auch Ausflüge zum Beispiel ins Planetarium noch abschließen. Das ist auch ausgefallen wegen Corona mit den Kindern. Wird aber irgendwann mit Sicherheit wieder möglich sein. Ja, hoffen wir. Genau. Sind wir, glaube ich, alle sehr, sehr zuversichtlich. Herzlichen Glückwunsch nach Wackersdorf und auch für Sie gibt es noch ein Tusch.